hallo! Ich habe mich entschieden, ein weiteres Tutorial für euch bereitzustellen. Und zwar geht es heute darum, wie stelle ich meine Armee zusammen. Wir werden uns gleich zwei Armeen gemeinsam anschauen, wie man das macht. Aber bevor wir das tun, gehen wir an die Basics. Und zwar die Basics findet ihr im Regelbuch. Wie immer, im großen Regelbuch auf Seite 99. Da steht eigentlich alles ganz genau drinnen. Ich möchte es aber trotzdem mit euch kurz diskutieren. Erste Frage ist, wie viele Punkte spielen wir? Ich persönlich sage, zwischen 300 und 1000 Punkten kann man alles spielen. Darüber sind es verdammt viele Figuren zum Schieben. Darunter wird es schwierig, weil man eigentlich keine sinnvolle Armee aufstellen kann. 300 ist schon schwierig, 350 geht schon ein Ticken besser. Ich habe mich jetzt für 450 Punkte entschieden. Warum 450 Punkte? Ganz simpel, die Kenner unter euch wissen, haben 3.0. steht an im März und da wird 450 Punkte gespielt. Wir hoffen, neue Spieler, daher dieses Video, um bei der Planung zu helfen. An der Stelle direkt mal der Tipp, schaut in die Facebook-Gruppe vorbei, da werden wir euch direkt auch besser helfen können, aber natürlich gerne auch direkt die Kommentarfunktion nutzen, wenn euch was auffällt. Gut, wie geht's weiter? Wir haben drei unterschiedliche Truppentypen, das könnt ihr wie gesagt alles im Regelbuch nachlesen. Es gibt den normalen Hauptmann, der Hauptmann kann Truppen anführen, und zwar 12 Stück. Davon könnt ihr beliebig viele aufstellen. Dann gibt es die namhaften Helden. Die namhaften Helden sind die Helden, die einen Namen haben. Gandalf, Legolas, Boromir, Thorin, Bilbo. Also gibt es einen ganzen Haufen von, die können die Krieger aus ihrer Liste anführen. Es gibt dann noch die Krieger, die können nicht alleine aufgestellt werden. Die brauchen einen Anführer. Ein Held darf maximal 12 Krieger anführen. Und es gibt auch unabhängige Helden. Die unabhängigen Helden, die sind führungsunfähig, würde ich jetzt mal sagen. Die hätte man bei der Armee wahrscheinlich rausgeschmissen. Und da ist ein gutes Beispiel der Gollum. Der darf einfach keine Figuren anführen. Gut, das Bogenlimit gibt es auch noch. Das muss man sich im Vorfeld überlegen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ich nehme jetzt einfach mal 4 Soldaten. Und ich möchte 6 aufstellen, dann dürfte ich 2 mit Bogen. Bei mir sind das Armbrüste hier, das sind die Armbrüste. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt reingezoomt ist an der Stelle. Dürfte ich 2 davon aufstellen. Wenn ich einen weiteren Krieger aufstelle, darf ich noch einen dazu nehmen. Es ist nämlich ein Drittel aufgerundet. Das wäre also 7 durch 3 ist 2,33, also 3 an der Stelle. Gut, wenn ich einen Kriegertrupp voll mache, damit ich das einfach als Beispiel mal euch zeigen kann, dann wären es an dieser Stelle 8 und 4. Das wäre ein voller Kriegertrupp. Es ist aber nicht notwendig, dass alle Figuren, die Bögen immer in jedem Kriegertrupp drin sind. Also wenn man 3 Kriegertrupps spielt, dann könnte man zum Beispiel auch 12 Bogenschützen in einem Kriegertrupp spielen. Das ist erlaubt, solange es im gleichen Volk ist. Gut, kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen. So, räume ich nochmal weg die Figuren. Bevor wir starten, ich habe 2 Armeen mitgebracht. Einmal eine gute Armee, einmal eine böse Armee. Ich fange mit der guten Armee an und zwar habe ich hier alles vorbereitet. Meine 2 Lieblingshelden aus dem Hobbit. Da haben wir einmal Thorin Eichenschild. Thorin Eichenschild. Geiler Held. Auch die Rolle, wie sie gespielt hat, fällt mir total gut. Und mein Rosanar Tramwell. Und zwar ist das in dem Fall der Tramwell aus den zweiten Teil, der nicht schwertkämpfende Tramwell. Was habe ich gemacht? Ich will auch die Kosten minimal halten an dieser Stelle. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme mir einfach eine Packung Zwerge. Wir haben hier 6 Zwerge mit Schild und 6 Zwerge mit Schild und Speer. Ihr seht, es ist genau ein Kriegertrupp. Ist wunderbar, weil es ist genau eine Box zu kaufen. Hat Games Workshop an der Stelle sich richtig entschieden. Wird angefüllt von Thorin. Gut, bei den Waldelben habe ich mich dazu entschieden, die Waldelben aus dem zweiten Teil, also diese Waldläufer-Waldelben zu nehmen. Da sind es leider nur 10 Stück in der Packung. Das sind tolle Modelle an der Stelle, kann ich euch echt nur empfehlen. Aber das macht für mich jetzt persönlich nichts. Wenn ich das jetzt genauso aufgestellt habe, und die beiden Helden haben noch keine Ausrüstung, habe ich 434 Punkte. Jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich dem Tranduil einen Bogen und eine leichte Rüstung gebe. Oder die Möglichkeit,
Thorin ein Pony, Orchrist oder den Eichenschild. Das heißt, wie ich es mache, ist absolut meine Entscheidung. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch zwei Ausrüstungsoptionen auf Tranduil vergeben und dann meine Axtkämpfer, so heißen sie, Axtkämpfer, auf Speerträger ausrüsten, wäre ich genau bei 450 Punkten. Jetzt werden einige unter euch schreien, ja, das hat er vorher erklärt von der Bogenregel. Ganz wichtige Sache, diese Elben hier haben eine Sonderregel. Und zwar dürfen die, wenn sie von einem der älteren Waldelbenanführer angeführt werden, dürfen sie 100% Bogen, zählen also nicht dazu. Gut, da Thorin jetzt sowieso keine Bögen hat, ist das optimal für mich an dieser Stelle. Mit relativ einfachen Mitteln könnte ich die Armee jetzt noch umstellen. Ich könnte jetzt sagen, oh, Tranduil gefällt mir jetzt doch nicht so gut. Ich stelle die Legolas auf, also Legolas, einer der beliebtesten Helden im Herr der Ringe. Oder, wenn ich einen etwas stärkeren Nahkampfheld haben will, Tauriel. Ihr seht also, ich bin sehr flexibel. Ich kann auch den Thorin Eichenschild durch Dwalin ersetzen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man diese Armee mit einfachen Mitteln verändert. Ihr seht, wir sprechen hier von zwei Boxen und zwei Helden und man ist schon gut dabei an der Stelle. Gut, Thorin auf dem Pferd, auf dem Pony zu setzen, lohnt sich auch auf jeden Fall. Gut, dann räume ich die Figuren mal direkt hier weg. So. Kein Stress. Ich will nur nicht, dass die Figuren kaputt gehen. Die zweite Armee-Fraktion, die wir diskutieren, die könnt ihr bereits erahnt haben. Und zwar sprechen wir über Isengard. Bei Isengard habe ich meinen absoluten Lieblingscharakter ausgewählt, Saruman der Weiße. Der kostet einen ganzen Haufen Punkte, aber der ist einfach cool. Und der ist ein tolles Modell, also dieses Modell explizit gefällt mir richtig, richtig gut. Klasse. Der kann natürlich jetzt nicht alleine kämpfen, deswegen kriegt er Unterstützung von einem Schamanen. Warum ein Schamane bei mir? Ich habe nicht ganz so viele Modelle und der Schamane wird vielleicht mit seinem Kampfrosch ein paar zurückholen. Was mache ich jetzt? Ich habe ganz simpel einfach zwei Plastikboxen voll mit Kriegern bemalt, im gleichen Verhältnis. Und die stelle ich dann auch direkt einfach auf an der Stelle. Ihr seht, der erste Trupp hat 10, ich hätte also noch einen Slot von 2. Und beim zweiten Kriegertrupp ist es ganz genauso. So. Jetzt habe ich die Situation, dass ich, wenn ich hier aufgestellt bin, gleich ist es soweit, dass ich jetzt noch 30 Punkte übrig habe. Ich habe mich dazu entschieden, für diese Armee zwei Berserker aufzustellen. Da bin ich bei genau 450 Punkten. Ich hätte aber jetzt noch zwei Slots, um die Kriegerbanden vollzukriegen. Ich könnte einfach jetzt noch eine Box von denen kaufen und noch drei Krieger aufstellen. Ich finde einfach Berserker an der Stelle ein interessanteres Modell und demzufolge habe ich das so gemacht. So, jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf die Bogenbegrenzung eingehen. Die Helden zählen ja nicht zur Bogenbegrenzung. Ich hätte jetzt 22 Modelle. Bei 22 Modellen dürfte ich, Punkte lassen wir jetzt einfach mal weg, einfach nur mal zur Erinnerung, wie funktioniert. Bei 22 Modellen dividiere ich durch 3, habe ich 7,33 und 7,33 wird aufgerundet und 8. Demzufolge dürfte ich an dieser Stelle hier 8 Modelle mit Bogen aufstellen. Ich schiebe jetzt die einfach mal ein bisschen auseinander, damit man das besser sehen kann. Und das wäre dann mein Bogenlimit für diese Armee. Jo, die würden dann in dem Fall natürlich wegfallen. Wichtig, um es nochmal zu erinnern, die Helden zählen nicht zum Bogenlimit. Jo, das war's zu meiner Armeeplanung. Wichtige Sache ist noch, ihr müsst einen General wählen. Ich hole jetzt einfach nochmal meine Truppen hier rein. Erste Armeefraktion war ja Tranduil und Thorin. Ich persönlich würde Thorin wählen, weil für mich ist es der wichtigere Charakter. Viele würden wahrscheinlich Tranduil wählen, weil wenn man mit dem Bogen ausrüstet, kann er hinten stehen bleiben und ist nicht so in Gefahr zu sterben, weil er den Armeeanführer zu töten Punkte gibt. Bleibt eure Entscheidung, aber einen Schamanen zu wählen, wenn man den Hexenkönig mithabt, das ist natürlich peinlich an der Stelle. Das würde ich auf keinen Fall sehen wollen. Bei der Armee ist für mich keine Diskussion, es muss Saruman sein. Ein blöder Schamane kann einfach aus meiner Sicht nicht die Armee anführen, wenn Saruman dabei ist. Also jeden, den ich beim Turnier erwische, der das macht, der kriegt von mir mal eine Standpauke an der Stelle. Gut, jo,
Ganz wichtig, habt ihr auch direkt gesehen, wir haben hier eine reine Liste aus einem Volk. Wir haben hier mit den Elben eine Bündnisliste. Wir haben Elben und Zwerge an der Stelle. Verbündet ist bei Herr der Ringe absolut normal, gab es in der Geschichte unzählige Male und ist auch natürlich immer gerne gesehen. Das heißt, macht euch Bündnisse auf jeden Fall. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch die Armeeplanung ein wenig näher bringen. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne kommentieren. Wenn ihr Vorschläge habt, dann kommentieren. Schaut bei uns in der Facebook-Gruppe vorbei. Da gibt es einen Haufen Leute, die richtig viel Ahnung haben. Timo zum Beispiel ist einer, der wahnsinnig gerne auch hilft dabei, Armeen zu planen. Wir haben Marcel. Wir haben ganz, ganz viele Leute, die super gerne auch Armeeplanung machen und euch unterstützen. Schaut bei uns vorbei. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja, einmal den Daumen hoch. Und wir sind immer auf der Suche nach neuen Abonnenten. Einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao.